gegessen, ne? Wahrscheinlich wirklich müde, gebissen, Schock, alles drum und dran. Halt aber nämlich erschießen, sind die verrückt? What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not. What the fuck? Keep your finger off the trigger, boy. Ist der verrückt? Whoa, what the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? Ein bisschen nervös, der gute Junge. I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Let me take a look. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Aber kann man dem auch trauen? Das ist immer so die Frage. Man kann sich ja hier nie so sicher sein, ey. Damn, that must have hurt. Oh, sieht aber schon viel besser aus. Irgendwie. Also weniger Blut rum. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. Warum soll ich denn hier? Zu wem soll ich denn talken? I would. I just want to fix my arm. Then what? I just want to fix my arm to stop the bleeding. I'm not gonna hurt anyone. I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. It's only gonna get worse. Help me and I'll leave. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? To find my friend Krista. Forget it. You won't get 5 feet. I understand you're scared. And I feel terrible delaying treatment. But we've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Das ist A, besser als töten und B, besser als den Arm abnehmen. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Please. But yeah. We can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Tja. Na super. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Eine ganze Nacht. Das tut bestimmt auch gar nicht weh. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's alright. Boy's got his mom's temper. Come on. Der ist irgendwie nicht der Richtige, um drauf aufzupassen, würde ich mal behaupten. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. Well, if you let me go, it was dark, you see. So. My arm really hurts. I don't know what to tell you, except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry.
natürlich nicht so geil, muss ich sagen. 1 Nacht im Schuppen, super. Ja gut, aber wie gesagt, ist besser als getötet zu werden und den Arm abgenommen zu bekommen, obwohl das nur ein Hundebiss ist. Und warum der Hund einen angegriffen hat, weiß ich immer noch nicht, ganz ehrlich. Wobei ich da... würde mich interessieren, ob das auch anders geht. Dass er ihn nicht beißt. Vielleicht weil er Hunger hatte, er wollte nichts teilen. I'm gonna be fine, na klar. Deswegen. Achso, oder sucht sie jetzt ein paar Sachen, um sich hier zu verbinden? Kann natürlich auch sein. Weil ich nicht weiß, was man hier finden könnte. Oh, ein Hämmerchen. Das war doof. Was ist das denn für ein Teil? Also nicht das, das ist ein Reifen, ich meine das hier. Kranker Scheiß, ey. Oh, was ist denn da? Eine Werkzeugkiste? Not much left in here. Aber immerhin. I guess if I have to, sowas. I can use this for stitches. Na klar. Läuft. Was sehe ich denn da? Frage ist natürlich, ist das jetzt clever? Ja, der Hammer liegt ja noch da oben, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Nee. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ach, hier ist noch was. Ach, guck mal, ein Tisch. Super. Können wir wahrscheinlich wieder... Ah, cool. Dass der das Gewicht auch hält, ist noch cooler. Aber so kommen wir auf jeden Fall an den Hammer. Ups. Das hat bestimmt keiner gehört. Aua. Das hat mit Sicherheit minimal wehgetan. Na dann. So, das Hämmerchen haben wir auch. Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Idee ist, ganz ehrlich. Da jetzt rauszu... Ist die doof? Man kann damit... Na, ist egal. Man kann damit auch die Nägel rausholen. Aber so. Und da kannst du ganz einfach mit dem Fuß gegentreten und dann passt das schon. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das clever ist. Aber gut. Ne? So, jetzt sind wir schon mal draußen. Eine Clementine kann man hier nicht festhalten. Oh, scheiße. Aber die kommen, scheinen nicht sehr nah ranzukommen, muss ich sagen. It's pretty safe in there. It'll be a good place to stitch up my arm. So a needle. What? Find a way to the cabin and obtain a needle, also eine Nadel, Peroxid und noch irgendwas. Okay. Ihr habt doch keine Ahnung. Wir sind voll sneaky. Like a ninja. Na gut, dann wollen wir mal probieren, ob wir da irgendwie reinkommen und... Na gut, das war klar. Oh, shit. Ob wir da reinkommen und uns die Sachen holen können. Leider habe ich jetzt das dritte nicht gesehen. Das ist ein bisschen blöd. Gucken wir überall nach. Hier ist auch wahrscheinlich zu. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass Clementine... jetzt infiziert ist. Also wenn, dann wäre das echt nicht so geil. Weil das hatte man ja im Grunde schon mit dem Hauptcharakter aus der ersten Season, das mit dem gleichen, also das nochmal zu machen. Wir haben noch den Hammer, komm. Genau. Genau, Hammerchen. It's Hammer Time. Hier mal.
Willst du mich verarschen? Das macht doch fast gar kein Geräusch. Auf jeden Fall sollte man das dann wieder ranmachen, weil das könnte gefährlich werden, ne? Ach, voll klug, wa? Geht hier rein, bam, man findet alles direkt. Natürlich auch praktisch, dass hier so ein... House meeting in 5 minutes. Best. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Fuck. Ich würde eigentlich echt gern erstmal gucken, ob da irgendwie was ist, weil es ist mir ein bisschen zu riskant so, ne? Ich hoffe, mit dem Messer passt das. What? Das Messer ist abgebrochen. Das ist ein Hammer. Hoffentlich ist das irgendwo, wo kein anderer Arsch ist. Das wäre extrem geil. Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Okay. Na, dann wollen wir mal. Ganz langsam und ganz vorsichtig durch das Häuslein schleichen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich weiß ja auch nicht, wo der Doktor seinen Scheiß da aufbewahrt. Von daher, ich könnte mir vorstellen, oben vielleicht. No way. She could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here. Ach so, scheiße. Komm, scheiß drauf. Ich glaube, die sehen ja noch irgendwann. Also es wird bestimmt auffallen, wenn du das die ganze Zeit machst. Könnte ich mir vorstellen zumindest. War ja auch schon leicht rot der Rand, also Gefahr. Ja, aber wo könnte der seine Supplies haben, also seine Sachen? Könnte oben im Bad sein oder hier. Ich hab, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ne? Man weiß ja nicht, wo er... Scheiß es auf den Vogel. Da ist irgendein Zettel. Oh. Ich glaube, wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Irgendwann werden wir bestimmt entdeckt. Deswegen, ich würde echt gerne schnellstmöglich den Shit finden. Hier kommen wir gar nicht weiter. Hä? Ja, sag mal, was ist denn hier los, ne? Hier komme ich zurück, hier komme ich dahin. Vielleicht hätten die mir da gesagt, wo das ist. Scheiße. Hä? Ich drück doch nach oben. Where are you going, huh? I want to get my sweater. We'll be gone in a minute. Komm schon. Ja, die hat das irgendwie nicht gemacht. Ich mach doch den hier. Hm? Und dann so, und gerade hat sie die Tür aufgemacht, aber irgendwie. Ah. So. Look, there's no point in arguing about it now. She's in the shed, she's not gonna hurt anyone. We'll just see what's what in the morning. But Carlos said she could die. So, das sind Hörer, bla bla bla. Aber wo gibt's denn hier die ganzen scheiß Sachen? Da muss doch irgendwo seine Supplies haben, ey. Junge, hier geht's aber nicht weiter. Und hier gibt's auch nur den einen Raum, wo ich rein könnte. Das ist ein Riesen. Ich geh nochmal hier rein. Hier muss ja irgendwo. Muss ja nun mal was sein. Aber wo? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hier gibt es aber weiter auch nicht. Jetzt geh doch mal hier lang. Nee, hier geht's auch nicht, ne? Also, wie gesagt. Ich kann aber auch nicht nach oben. Das ist das Problem. Ich kann hier irgendwie nichts mehr machen. Das ist alles, was ich kann. Ich kann hier lauschen. Ich komme wieder hier rein. Das war's.
Hier kann ich nicht vorbei. Da komme ich auch irgendwie nicht hoch. Merkwürdigerweise, weil man kann ja hier, oder? Ah doch, geht wohl. Ah. Jetzt läuft's. Schön vorsichtig und ich hoffe, keine Stufe fängt an zu knarren. Natürlich. Mann. Wie ich sowas hasse. Genau in so einem Spiel natürlich immer. Muss sein. Fuck. Muss natürlich knapp. Und wenn du dann vorsichtig und leise sein willst, bist du automatisch laut. Immer so. Immer. Tja, wo können wir jetzt reingehen? Das ist Garn Fischen. Fish in. Was passiert, wenn wir die falsche Tür öffnen und da ist jemand im Raum drin? Oh fuck. Ja, genau das. You're not supposed to be in here. Don't tell anyone else. Don't mix around. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. And I will tell him. Help me, and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. Oh yeah. I could die if you don't take care of it. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it with. Bandages, and I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. Thank you. Na, immerhin etwas. I'm Clementine. Wenigstens irgendjemand, der ihm hilft. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. And if her baby is a girl, it'll be for. Ja, wir sind einfach Freunde, warum nicht? Mein Gott. Man hat, glaube ich, nicht mehr so viele Freunde in dieser Welt. Yes, we are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. I promise. Me too. Friends. Ja, warum nicht, ganz ehrlich. Eine Freundin kann Clementine, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen. A pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Let me look around, okay. Aber das ist gut, da müssen wir uns hier selber nicht rumschleichen, ja. I think this is it. Schon mal etwas. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Keep cool, wir brauchen eh noch Nadeln, ne? Und so eine Art Bandagen. Aber wir haben schon mal das ist schon mal super. Genau, Nadeln und Bandagen. Irgendwas, was wie Bandagen aussieht, keine Ahnung. Taschentücher. Gehen dann wahrscheinlich auch. Irgendwie sowas brauchen wir. Hier ist doch ein Nadelkissen. Jawohl. Eine Nadel. It's clean. Zack. Die werden sich wahrscheinlich. We'll still need some bandages, though. Mhm. Die werden sich hundertprozentig zwar fragen, oh, wo hatten die das eigentlich, aber ist egal. Scheiß drauf. Also irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, so ungutes Gefühl hier drin zu sein, weil immer hab ich irgendwie so. Oh oh. Oh oh. Hier. Scheiße. Ich hoffe, die will jetzt nicht duschen. Ich glaube, das war doof. Du willst nicht hier rein. Du willst nicht baden oder duschen. Need to have this baby. Oh,
Genau das meinte ich. Ich habe die ganze Zeit immer Angst, okay, dass man erwischt wird. Meine Güte. Adrenalin pur, ohne Scheiß. Boah, ey, ohne Spaß. Das ist nur ein Spiel, aber trotzdem Adrenalin pur, ohne Scheiß. Da, man will ja trotzdem nicht entdeckt werden. Mein Gott. Jetzt dürften wir aber wohl relativ safe sein. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich glaube, es gibt hier noch eine Tür oder zwei. Eine. Eine auf jeden Fall hier. Oh, Bedroom, das ist natürlich super. Ganz heikle Geschichte. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner schlafen gehen will. Wir gucken natürlich überall nach. Kann da überall was Interessantes drin sein, was man noch gebrauchen kann? Eine Uhr, okay. Nein, komm, wir lassen die Uhr drin. Wir wollen die jetzt auch nicht beklauen oder so. Okay. Damit haben wir auch das. Get back. Achso, ich wollte gerade sagen, Alter. Einfach nur get back to the chat, okay. Machen wir Scheiß drauf, was da ist. Ich will jetzt auch echt nur noch zurück. Ich will nur noch raus, ohne Spaß. Einfach raus aus dem Scheiß. Und uns wieder in Sicherheit wissen. Mehr oder weniger in Sicherheit. Aber zumindest nicht mehr so, dass wir entdeckt werden können. Oh nein, oder? Oh nö. Alter, schon wieder der Scheiß. Ganz langsam. Immer ein Schritt nach dem anderen. Ah, Alter, das ist voll laut. Das hört keiner zum Glück. Oh, echt keiner. Ey, mein Herz. Mein Herz. Komm, geh da rein. Da dürfte wohl keiner drin sein. Will ich zumindest hoffen. Würde ich mich nämlich mal fragen, was die da drin